Guten Abend aus Halle bzw. aus dem Homeoffice aus Leipzig. Ja, lieber Clemens, liebes Polymatics-Team, vielen Dank für die Einladung und für die Organisation dieser Veranstaltung. Es ist ja erfreulich, wie viele Zuschauer wir heute Abend haben. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Forum, sich einmal über dieses neue Material und die Erfahrungen, die wir da in dem letzten Jahr seit der DAV-Tagung in Zell am See hatten, einmal austauschen können. Den ersten Kontakt zum Material zu BTM hatte ich in Helsinki 2019 beim EBA-Kongress. Wollte es dann auch im Herbst dann mit hoher Motivation verwenden. Leider war die Freigabe für das Produkt noch nicht gegeben, dass wir dann halt tatsächlich auf den Zeitraum nach DAV 2020 warten mussten und haben dann im vergangenen Jahr bei unterschiedlichen Indikationen, jetzt muss ich gucken, wie ich hier weiterkomme. Bei unterschiedlichen Indikationen BTM zum Einsatz gebracht. Vielen Dank an meinen leitenden Oberarzt, Herrn Cortillier, der diese Präsentation erstellt hat. Er wollte sie an sich selbst halten, heute steht er aber noch im OP, beziehungsweise hat sich jetzt gerade mit dem Handy zugeschaltet, hatte ich gesehen. Also, das sind so die Indikationen, bei denen wir im letzten Jahr BTM zum Einsatz gebracht hatten. Also Defektsituationen nach Traumata oder auch thermische Verletzungen. Wobei wir, was den Wundgrund betrifft, diese neuralgischen Bereiche, die Herr Früh vorhin angesprochen hatte, die Transplantation auf den blanken Knochen oder auf Sehnen, haben wir nicht durchgeführt, sondern haben uns auf durchbluteten Wundgrund, auf Subkutangewebe, Faszien, Muskulatur und Sehnengleitgewebe erst einmal beschränkt bei den ersten Erfahrungen. Vielleicht nicht ganz gut zu erkennen und deswegen überspringe ich die Folie auch sehr schnell. Wollte Ihnen aber mal kurz so den Überblick der 7 Patienten zeigen, die wir operiert hatten in dem Jahr. 4 Frauen, 3 Männer im Alter zwischen 17 und die älteste Patientin 77 Jahre, die ich auch gleich vorstellen möchte, mit thermischen Verletzungen und auch Defektsituationen. Und das war einer der letzten Fälle, die wir jetzt behandelt haben, eine 44-jährige Patientin, die primär auswärts versorgt wurde, debridiert wurde, mit Vakuumverband behandelt wurde und die uns dann vorgestellt wurde zur definitiven Defektdeckung. Hier hatten wir initial mit der Patientin diskutiert, eine Lappenplastik, das ist am Unterschenkel, am distalen Drittel, eine Lappenplastik, eine Soralis-Lappenplastik durchzuführen, aber die Patientin hat das konsequent abgelehnt, wollte keine zusätzliche Hebemorbidität, keine Lappenplastik haben, sodass wir dann hier bei freiliegender Faszie den Entschluss gefasst hatten, das BTM aufzubringen. Das ist hier die Situation. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe hier, so, ich hatte nicht die ganze Folie selbst gesehen. Und hier möchte ich auch schon mal einen Aspekt ansprechen, der auch bei den Vorrednern schon mal Thema war, die Möglichkeit, die Patienten dann mit einer adäquaten Verbandanordnung, hier haben die Patienten tatsächlich mit einem WAC-Verband dann versorgt, dann auch mal in das ambulante Umfeld dann zu entlassen, wenn die entsprechende Compliance natürlich gegeben ist. Das war insgesamt also 21 Tage nach Trauma, wie gesagt, auswärtige Vorbehandlung, dann BTM-Auflage, Entlassung ins ambulante Umfeld und dann 25 Tage nach der BTM-Auflage, dann nach Entfernung der Folie die Schwalthauttransplantation mit einem guten Einheilungsergebnis. Das Langzeitergebnis fehlt hier noch, weil es, wie gesagt, eine Operation war, die wir erst vor kurzem durchgeführt haben. Und in der Zusammenschau der Vor- und Nachteile haben wir festgestellt, dass es ein gutes Dermis-Äquivalent ist, ein guter Dermis-Ersatz. Wir haben uns die letzten Jahre so ein bisschen vom Integra zurückgezogen, weil wir doch aufgrund von rezidivierenden Infektsituationen und einem daraus dann auch resultierenden teilweise Komplettverlust des Integras, da so ein bisschen zurückhaltender geworden sind. Und deswegen war letztlich dann auch das Angebot mit dem BTM ein neuer Start, ein neuer Versuch, den wir jetzt in der Zusammenschau, jetzt greife ich schon mal unsere Ergebnisse, greife dem schon mal so ein bisschen voraus, wir als sehr positiv gesehen haben. Und hinterfragen muss man natürlich noch die Kosten. Man hätte auf die Faszie auch ein Hauttransplantat aufbringen können, keine Frage. Aber die Patientin hatte den Wunsch, dass es auch ein ansprechendes kosmetisches Ergebnis wird. Und da ist natürlich so ein Dermis-Ersatz eine ganz gute Möglichkeit. Das ist jetzt die 77-jährige Patientin, die ich ja schon angesprochen hatte. Eine
Dame, die als Fahrradfahrerin von einem LKW erfasst wurde und neben dieser ausgerichteten Dekolletverletzung am linken Arm noch weitere knöcherne Verletzungen im Bereich der Thoraxwand, Scapula, Clavicula-Verletzung, eine Beckenfraktur hatte und die natürlich neben diesem Arm auch eine entsprechende intensivmedizinische Behandlung bedurfte. Hier haben wir noch am Unfalltag ein Debridement durchgeführt und dann zeitnah, nachdem wir eine Konditionierung durchgeführt hatten mit WAC-Anlage, das ist ja eine ganz gute Möglichkeit, da auch durch nicht so häufige Verbandwechsel da den Ablauf so ein bisschen zu schonen, haben dann das BTM aufgebracht. Hier stand natürlich keine ambulante Behandlung dann im Raum, weil die Unfallchirurgen den Zeitraum dann genutzt haben, die Frakturen zu versorgen. Also hier waren wir dann nicht in dieser Situation, dass wir dem Patienten dann erklären müssen, er müsste jetzt hier nochmal 3 Wochen im Krankenhaus liegen, bis wir dann die Folie und die Entfernung und die definitive Hauttransplantation durchführen. Die Folie ließ sich dann nach insgesamt 30 Tagen sehr gut entfernen. Wir hatten einen gut vaskularisierten Wundgrund auf dem Dermis, Ersatzmaterial auf dem BTM, was dann sehr schön mit einem Hauttransplantat, hier ein gemeshtes Spalthauttransplantat, versorgt werden konnte. Und hier haben wir dann auch schon mal ein Spätergebnis. Ich hatte die Patientin jetzt noch einmal zu einem Gutachten. Auffällig natürlich immer noch diese ausgerichtete Schwellung im körperfernen Anteil, im distalen Anteil im Bereich der Hand. Da muss natürlich eine entsprechende Kompressionskleidung getragen werden. Aber anfunktionell und natürlich auch jetzt, was so die Stabilität der Wundsituation betrifft, denke ich, sehr gutes Ergebnis. Hier nach 4 Monaten, wie gesagt, eine gute Hautqualität, stabile Deckung. Die Kosten stehen natürlich immer im Raum. Herr Kratzon hat es ja auch gerade angesprochen. Muss man diskutieren, weil das Vergütungssystem, das DRG-System, das BTM natürlich nicht gesondert berücksichtigt. Auch thermische Verletzungen waren im Indikationskatalog bei uns im Hinblick auf den Einsatz von BTM. Und das war tatsächlich unsere erste Patientin, die wir dann kurz nach der DAV-Tagung mit BTM versorgt haben, mit einem dann leider nicht ganz so guten Ergebnis. Also das ist nicht das Ergebnis, das ist das Ergebnis nach einem anderen Verfahren, was wir zum Einsatz gebracht haben, das enzymatische Debridement mit Nexobrid. Das kann man vielleicht auch mal diskutieren, inwieweit diese Kombination bei der Behandlung, wir hatten ja bislang nur chirurgische Debridements, hier in dem Fall mal ein enzymatisches Debridement und dann im Nachgang die Auflage von BTM, inwieweit sich diese Konstellation gut verträgt. Die ersten Erfahrungen, wie gesagt, die wir hier gemacht haben, waren nicht sehr positiv. Hier hatten wir dann nach ein paar Tagen, nach 7 Tagen den Pseudo-Escher abgetragen, das BTM direkt aufgelegt. Das kann eine mögliche Ursache sein. Dann nach weiteren 7 Tagen doch eine großflächige Sekretansammlung unter der Folie, wo sich dann hier auch eitriges Sekret entleert hatte, dass wir dann den Entschluss gefasst hatten, bei dieser Superinfektion das BTM komplett zu entfernen. Das Ergebnis war nicht negativ. Wir haben durch die BTM-Auflage, kann man dann sagen, nach einer Woche einen granulierenden Wundgrund gehabt, der auch als Transplantatlager gut geeignet war und der nach einer weiteren Konditionierung mit Antiseptika, Seracept haben wir verwendet, Polyhexanid, dann als Transplantatlager auch sehr gut geeignet war. Und am Ende hatten wir bei der Patientin auch ein gutes, zufriedenstellendes Ergebnis mit einer guten Handfunktion, was ja da bei der Lokalisation neben dem kosmetischen Ergebnis auch relevant ist. Also das ist eine Frage, die würde ich auch ganz gerne nachher nochmal ins Forum stellen, ob da jemand Erfahrungen gemacht hat im letzten Jahr in dieser Konstellation Nexobrid, dann mit nachfolgender BTM-Auflage. Ich denke nicht, dass sich das verbietet, aber möglicherweise muss man da nochmal einen anderen Weg gehen nach Entfernung des Pseudo-Eschers, vielleicht auch nochmal dann weiter konditionieren und dann erst in einem zweizeitigen bzw. dann ja dreizeitigen Verfahren dann das BTM aufbringen. Dies ist ein Patient mit einer instabilen Narbensituation in einem, der uns aus der Reha-Klinik, aus der Moritz-Klinik Bad Kloster-Lausitz vorgestellt wurde, wo bei thermischer Verletzung großflächig Hauttransplantat hier im Bereich der ehemals behaarten Kopfhaut durchgeführt wurden und der multiplste instabile Narbensituation hier hochparietal hatte, die nicht gut zur Abheilung gekommen sind.
Wir hatten erst überlegt, hier nochmal eine Spalthauttransplantation durchzuführen. Das war im Vorfeld auch schon mal gemacht worden, mit frustranem Ergebnis, sodass wir dann in dieser Situation auch einmal, ich will jetzt nicht sagen mit dem Rücken an der Wand, aber schon als neueres Verfahren dann mal das BTM aufgebracht haben, haben es dann nach 22 Tagen entfernt mit Spalthaut gedeckt und hatten dann hier auch sehr gute, zufriedenstellende Ergebnisse. Hier nach Einheilung der Hauttransplantate nach Entfernung der Klammern. Zusammengefasst, also das BTM ist aus unserer Sicht eine gute Alternative zum Integra als Dermisersatz mit unseren Erfahrungen der letzten Jahren mit in der Zusammenschau weniger Komplikationen, was Infektionen betrifft, mit der Möglichkeit, die Patienten frühzeitig in ein ambulantes Setting zu bringen und schafft auch letztendlich eine suffiziente Deckung in kritischen Lokalisationen, wobei, wie gesagt, diese neuralgischen Bereiche direkt auf den Knochen, auf Sehnen ohne Sehnengleitgewebe haben wir keine Erfahrung gesammelt, sind wir sicherlich auch in Zukunft eher zurückhaltend. Nachteile sind natürlich dieses Zeitintervall zwischen BTM-Auflage, Folienentfernung und dann Hauttransplantation. Und natürlich beim Fremdmaterial ist natürlich immer das Risiko für Infektionen, aber wie gesagt, aus unserer Erfahrung deutlich weniger, deutlich seltener als bei anderen Dermisersatzmaterialien. Und na klar, also Langzeitergebnisse stehen natürlich auch bei uns noch aus. Vielen Dank.